was bisher geschah. Meine Musik steht einfach für Herzschmerz. Boah, Bruder, ich sag ehrlich, ich hab so ein bisschen die Kulisse und so gesehen. Du musst es nochmal sagen, Bruder, ich war nass geschwitzt. Von you, du warst manchmal wirklich nicht im Takt. Aber ich höre da extrem viel Potenzial. Deswegen meine Favoriten sind Money und Black Retriever. Mich entscheiden müsste zwischen Black Retriever und JU, hätte ich einfach nur, ja, weil es ein bisschen mehr mein Stil ist, einfach JU gewählt. Ich finde einfach für heutzutage, der spricht die Sprache der Jugend so. Ich kenne die anderen Songs auch von ihm so als Gesamtpaket. Da, aber Black Retriever hat auch so krasse Stärken, weißt du, das macht richtig Kunst und JU macht Musik, so, weißt du? Das ist so der Unterschied zwischen beiden. Ich würde mit Money und JU gehen. Bei You muss ich halt sagen, er hat halt, wie du sagst, so mehr dieses Songpotenzial, also so einen Hit zu landen, vielleicht sogar zu streamen, ja. Ist halt zeitgemäßer einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Was auch Abaya gesagt hat, ja, du warst manchmal wirklich nicht im Takt. So, weißt du, das waren so manchmal die Flowwechsel und so. Aber trotzdem hast du die Hooks so gut gemacht, dass ich wirklich sagen würde, also du hast wirklich so Hitpotenzial, ja. Du hast so ein Talent, hittige Sachen zu machen. Allein halt wegen dem Potenzial, diese hittigen Hooks zu machen, denke ich, dass You für heute die Chance verdient hat, auf jeden Fall meine Stimme bekommt. Ja. Okay, nice. Oh, jetzt liegt's an dir auch mal. Bei mir auch, Money ist weiter und You. Da muss ich gar nicht viel überlegen. Dann haben wir Money und JU, aber vielleicht ist auch in dieser Folge noch nicht das letzte Wort gesprochen. Selbst, man weiß es nicht, Bruder. Ich sag dir, Black Retriever hat seinen Job verdient. Jeder gibt sein Kreuzchen ab und wir gucken am Ende. Okay. So. Money, JU, willkommen in der nächsten Runde. Ich bin Money, bin 28 Jahre alt, ich komme aus Basel. Wir sind hier gerade in Dortmund-Stadt. Es ist 2 Uhr nachts. Ist das Street-Thing, bro. Du weißt Bescheid. Wir importieren hier ein bisschen den UK nach Deutschland, gucken, was abgeht. So. 4, 5, 6, Kiddo spreading food, they all like this. Schooling. Jawline bricht, Crowdflip aus, up bitte more like this. Drooling. Kiloweise Staub in der leeren Wohnung, keine iPhone, keine Trends. Pussy Crew, your half and even man. Leaving breathless when I hit him in his chest, pop, pop, better run. Yeah, weiß Kombi, Zahlverzug für dich, Duct Tape, kein Vorspiel. Startverzug in sich, Jobsway, kein Rose, Pharmaunternehmen, sechsstellig, meine Brody's loyal. Yeah, Butterfly, Akrobatik, deine Mama weint. Narkotraffic, du willst Pablo sein. Bloody Mary, Kripos treffen am Tatort ein. Yeah, you're a big man, yeah, in deiner Nachbarschaft. Rosie, schick mir Standort, tell me to my face, yeah. Yeah. Falscher Pass und Bargeld machen das nicht aus Fun. Rose, lass dich verschwinden. Tak, tak, get out the trace, yeah. Kontakte zu Drangheta. Fumando Kush, wusch, zieh wie mit Antenna. Breda, das hier ist kein Spiel. Man merkt, die lieben Musik. Man merkt, die leben Musik. Man merkt, die sind richtig im Film, wenn sie Musik machen. Und natürlich, wir machen eine Rap-Show und im Endeffekt wird es nur einen Gewinner geben. Es wird Leute geben, die werden erfolgreich, es wird Leute geben, die werden nicht so erfolgreich. Aber ich denke, man darf den Hauptaspekt nicht vergessen. Es geht auch hier viel um Spaß haben. Ja, dass die Leute eine gute Zeit haben, Erfahrungen sammeln. Weil es kann nicht jeder erfolgreich werden. Aber Spaß haben kann jeder. Und die hatten auf jeden Fall Spaß gehabt. Und das ist so einer der wichtigsten Sachen auf jeden Fall.
denkt jeder, sich schon. Jeder ist irgendwie auf seine Art safe. Krank. Ja, ja, das ist gar nicht so vergleichbar, weißt du? Ja. Der eine macht das, der andere macht das. Aber viele neue Sachen. Ich glaube, es kommt auch auf die Jury an. Aber bis jetzt kann man sich eigentlich nicht beschweren, ne? Mit nein, der Jury. Das ist jetzt optimal. Ja. Die Jury hat gute Arbeit geleistet. Die muss im Hintergrund auch auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ja, ja, ja. War geil. So, der nächste Künstler ist Nuhat. Nuhat, mein Bruder, das ist dein Moment, Alter. Fünft in nem Zimmer, Asen Gush, du beringst mit dem Finger. Voll komisch, wenn plötzlich das schimmert. Jetzt kommst du an, bist ein richtiger Bitter. Amo läuft grad mit Hesby durch Block. Wenn es kocht, nicht Schuh, sondern Glock auf dein Kopf immer. Und hab wie so einen Stopp, nur noch Gott. All eyes on us, wenn wir kommen. Wenn wir kommen, renn wir in den Laden, hol dein Gold raus. Ach was für ein Film, hab kein Bock drauf. Geht's um Money und um Stoff auch. Schlägerei in der Gasse, du gehst Knockout. Da ist das, bleib, geh nicht raus aus deinem Zimmer. Denn viele, die normal waren, wurden draußen behindert. Regentropfen am Schimmern, deshalb hoffen wir auf Sonnenschein. Doch wer hofft und nicht machen will, der kommt nicht weit. Er ist weg, er hat sich in die Straßen verliebt. Mama sagt, du hast nicht deinen Namen verdient. Sein kleiner Bruder weint zu Hause und wartet auf ihn. Er wartet auf ihn, doch ich lasse los. Jeder Schritt auf Beton tat so weh, doch es machte mich groß. Werfe einen Blick zurück in die Hut, doch ich lasse los. All die Jahre und Tage, ich glaube, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich lasse los. Jeder Schritt auf Beton tat so weh, doch es machte mich groß. Werfe einen Blick zurück in die Hut, doch ich lasse los. All die Jahre und Tage, ich glaube, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, ey ja. Vielleicht komm ich mit meinen Jungs nicht wahr, doch dann bleib ich an der Hut. So viele sind gefallen, Gott. Bitte sag mir nur, wie lange noch. Auf den Dächern kannst du sehen, wie die Jungs ticken. Wir schreien, fick diese Welt, obwohl wir uns ficken. Mama sagt, lass dich nicht mit diesen Jungs blicken. Doch wir hören nicht auf sie, bis wir umkippen. Gift in meinem Glas, hier scheint die Sonne nicht. Geht dein Pirat durch die Hölle, ja, dann komm ich mit. Kopf gefickt, doch ich kämpf jeden Tag. Auch wenn's hier nicht zum Lachen gibt, lernt dich zu strahlen. Er ist weg, er hat sich in die Straßen verliebt. Mama sagt, du hast nicht deinen Namen verdient. Sein kleiner Bruder weint zu Hause und wartet auf ihn. Er wartet auf ihn, doch ich lasse los. Jeder Schritt auf Beton tat so weh, doch es machte mich groß. Werfe einen Blick zurück in die Hut, doch ich lasse los. All die Jahre und Tage, ich glaube, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich lasse los. Jeder Schritt auf Beton tat so weh, doch es machte mich groß. Werbe ein Blick zurück in die Hut, doch ich lasse los. All die Jahre und Tage, ich glaub, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, ey ja. Die Straße hat mich geformt, zu dem ich bin. Und plötzlich machte alles seinen Sinn. Vielleicht weiß ich bis heute nicht, wer ich bin. Bro, ich könnte dem ganze Zeit zuhören, Alter. Geil. Nur wirklich sehr, sehr gut. Ich habe kaum Kritik, also Stimme gut, Harmonien geil. Auch die Ruhestelle, weißt du, so im Beat, die der genutzt hat. Der Junge weiß, wie man einen Song macht, weißt du? Sehr krass. Da gehe ich mit und ich fand diese erste Stelle in dem ersten Part, ich glaube, es kam nach den ersten vier Bars, diese Wenn wir kommen, was halt so als super cool. Bei ihm, was mir aufgefallen ist, man hat ein bisschen Schmerz rausgehört, so. Also er hat mir ein Gefühl gegeben. Ich war mit meinen Gedanken dabei, so. Was mir noch aufgefallen ist, es war ein cooles harmonisches Zusammenspiel zwischen seiner Stimme in der Hook, der Übergang dann in die ersten vier im zweiten Part und dann zu den Rap vier in dem zweiten Part. War ein cooler Übergang, so geschmeidiger, softer Übergang. Ich habe jetzt überall bei Lyrik, Flow, Auftreten, Originalität, habe ich überall eine 8 von 10 gegeben. Es war jetzt keiner, der mir die Beine weggefegt hat, aber ein sehr starker Künstler, so all in all. Nuhat, sehr starker Künstler, sehr, sehr stark. Hat mir sehr gefallen, sehr guten Eindruck gemacht.
Stimmlich, gesanglich, melodisch, ja, sowie inhaltlich hat er abgeliefert. Oder ich finde, er hat das volle Paket. Das komplett volle Paket, weißt du? Geile Stimme, Rap, Flow, Gesang, Melodien, Aufbau des Songs, also Arrangement. Bombe. Ich habe echt gesucht nach Kritikpunkten. Wenn ich zwei hätte, Bruder, dann wären das manchmal, war es ein bisschen unverständlich, kann aber auch hier an der Anlage sein, weiß ich nicht. Aber manchmal habe ich so das letzte Wort oder so, ich so was war das? Habe ich nicht verstanden. Und dann hätte ich dir noch vielleicht als Tipp einfach nur, wenn du in der Pre-Hook noch, wenn du da noch so Harmonies drauf geballert hättest, wäre bestimmt geil. Also, dass du dieselbe Pre-Hook nochmal mitsingst, aber in einer anderen Tonlage. Aber darum feiere ich ihn, Bruder. Der Mann weiß, was er redet, Bruder. Der Mann weiß, was er redet. Ja, Bruder, das wäre noch super, super hart. Aber wie gesagt, das hätte ich dir nur gesagt, weil ich jetzt unbedingt nach Kritikpunkten gesucht habe. Weißt du, ich meine, ja. Die Leute aber wollen ja wachsen, weißt du? Und Bombe, dafür sitzen Bruder. Wir hier. Bombe. Und wir versuchen, denen immer Verbesserungsvorschläge anzubieten. Das war super, Nuhat, geil. Für Frauen ist es nochmal anders. Man weiß nie, wie die Männer so oder generell die Leute also auf Rap bei Frauen und so reagieren oder keine Ahnung, was das so ankommt. Bei mir war es so, ich wusste, ich bin krass, aber ich wusste nicht, ob es so passt. Aber ja, fühle ich. Aber das Ding ist, so, ich dachte safe so, aber ich war mir nicht sicher, ich komme nicht weiter. Aber dann habe ich den Song hier bekommen und die Jungs haben mich so krass gepusht und so. Das war, also diese Energy, also, die war krass. Der nächste heute ist Lase. Lase, auf geht's, Cousin! Komm mit Schafe wie hierhin in eure Bezirke. Deine Jungs können gar nichts bewirken. Da draußen verlieren sich die Junkies im Viertel. Shaitan, er wollte, dass wir uns verirrten. Mein Leben lang auf Flucht vor Amjas und dem Staat. Der Schädel voller Druck, denn der Teufel ist uns nah. Meine Gegend ist kaputt, ich merk's jeden Tag. Aber alles schon normal, weil das alles ist geplant. Es geht um dicke Batzenbündel, die wir heimbringen. Wer hat Kombis offen? Ich hol jeden Einzelnen. So viel Zombies, die kommen und wollen einkiffen. Kenne keinen einzigen, aber Euros einbringen. Ja, die Straße meine Einnahmequelle. Ich verteile auf die Schnelle, grün und weiß doch auf Menge. Rapper machen mir nach ein Tag in Zelle. Ein Offat, aber kriegen von mir gleich eine Schelle. Liefer Packs auf die Straße, Kriminal. Wie geflext, meine Waage digital. Wah, wah. Gut vernetzt, es läuft alles optimal. Meine Schafe original, Bruder Walla ist normal. Wah, wah. Liefer Packs auf die Straße, Kriminal. Wie geflext, meine Waage digital. Wah, wah. Gut vernetzt, es läuft alles optimal. Meine Schafe original, Bruder Walla ist normal. Wah, wah. Hab die Glock am Zip und drück ab, wenn es sein muss. Krieg ein Tipp, hol mein Hack, weil es sein muss. Gib ein Fick auf den Knast, wenn ich rein muss. Mein Anwalt kriegt bar 15k, ich krieg Freispruch. Fick den Richter, fick die Bullen und fick die Justiz. Treffe sicher, lad die Wummen und die Kugel fliegt. Ich mach sicher meine Summe nach, hier geht um Kies. Geht um bunte Scheine, um bunte Knollen und Kokain. Hab ein Ratter, Blackjack, kein Batak. Rap ist Akkad, Pressflex für Para. Bleibe Baba, Best Packs auf Socker. Rap jetzt auf Mutter, fick deine Mutter. Oh, fickt eure Mütter und alle, die ihr liebt. Ich nimm alles, was ihr habt, ich nimm alles, was ich krieg. Für den Batzen ist Krieg, hab mich in den bunten Batzen verliebt. Wah-wah. Liefer Packs auf die Straße, Kriminal. Wie geflext, meine Waage digital. Wah-wah. Gut vernetzt, es läuft alles optimal. Meine Schafe original, Bruder Walla ist normal. Wah-wah. Liefer Packs auf die Straße, Kriminal. Wie geflext, meine Waage digital. Wah, wah. Gut vernetzt, es läuft alles optimal. Meine Schafe original, Bruder Walla ist normal. Wah, wah. Ja, Lase, mein Bruder. Also, ich fand's brutal. Ich weiß nicht, geiler Beat. So auch ein Beat, der modern ist, aber trotzdem diese Kopfnicker-Flow, weißt du, so ein bisschen 50 Cent-mäßig oder so, weißt du? Genauso deine Parts, Bombe. Ich fand dieses Halbgesungene in den Parts, fand ich sehr geil. Ich fand die Hook auch melodisch geil. Das Einzige, was ich nicht mehr hören kann, ist dieses Kriminell-Flex auf Waage und so. Das einzige Dings für mich, so persönlich, weil ich das zu oft gehört habe einfach. Ansonsten, Bruder, ich feier das hart. Sehr authentisch, so. Lase. Guter Rapper, hat einen Flow ausgepackt, der mich kurz staunen lassen hat, relativ am Anfang. Der Rest war in Ordnung. Ja.
Hier kannst du nicht so fick deine Mutter lang. Der war auch krank, zweimal hintereinander, einfach nur um ein Statement zu setzen. Einfach Statement. Fertig. Also, was mich bei ihm richtig gecatcht hat, war diese Street Attitude. Weißt du, als der erste, den wir gehört haben, der einfach gesagt hat, fickt eure Mütter. So, das war, ist cool, ich mag's. Man muss nicht unbedingt der breiten Masse gefallen, weißt du, das ist alles andere als Mainstream. Er versucht einfach seine Schiene durchzuziehen. Ich denke, ist ein Hood-Junge und ich versuche zu supporten. Lasé hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir überall Lyrik 7 von 10, Flow 7 von 10, Originalität so 6 von 10, Auftreten 8 von 10. Street. Bruder, Originalität 6 von 10? Ja, Bruder. Ich finde es nicht so originell. Also dieses Flex auf Waage, Kriminal, habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt. Das ist auch zum Beispiel jetzt für alle Künstler allgemein. Was meinen wir mit ästhetischen Reimen oder ästhetischen Wörtern? Es sind einfach unverbrauchte Wörter. Nicht Wörter, die jeder zweite Rapper schon 16 Mal benutzt hat, sondern Wörter, die das Gleiche sagen, aber einfach noch unverbraucht sind. Und das macht die ganze Sache ästhetisch. Und da hätte ich vielleicht ich denke, man muss halt auch beachten, so, wenn zum Beispiel jetzt in diesem Fall der Junge kommt von der Straße, so, für mich Attitude 10, Authentic auch 10, weißt du? So, ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie diesen Wortschatz irgendwo hergeholt hat. Ich glaube, der Wortschatz kommt aus seiner Hood. Und er hat so gerappt, genau so gesprochen, wie der quasi mit seinen Jungs redet. Bezüglich der Künstler, für Avi wurde ein Veto gezogen von Shubi. Im Nachhinein, das haben wir in der ersten Runde vergessen. Masi ist leider abgesprungen, aus gesundheitlichen, privaten Gründen. Wir haben als Jury beschlossen, Omerta nachzunominieren. Ich freue mich auf ihn, ja. Sein erster Song war auch überraschend gut, ja. Wallah, so, Bruder, wie war die erste Runde für dich? Erzähl mal. Ja, Bruder, hat auf jeden Fall gebockt. Leider auch. Gleicher Drehtag, ne? Auf jeden Fall, Bruder. Ich weiß. Wallah, Bruder, Taya, aber so sieht man sich wieder. Ich habe mich richtig gefreut, dass du wieder da bist. Wallah, ich sag dir ehrlich. So, inshallah, auch weitere paar Runden. Der nächste Omerta. Auf geht's, Cousin. Geldtresore knacken, kein Konto bei den Banken, weil die Patte wächst aus Pflanzen. LKA ist am Beschatten, Bullis in den Gassen, Kick auf Solarplexus, Tabanza unterm Mantel. Wenn ich Pech habe, endet das Jetset mit der Festnahme. Ekstase, sechs Nasen, die grad auf ihr Sam war. Gucci Kaskett, dazu Reebok Klassik, von Nekrochet bis ein Vic Candies. Raff Kelly hängst unterm Block, sie schmuggelt Haschischin, hab's mit Rock. Aus kleinen Mengen wird dein Berg voll Ort. Kunden warten Schlange, denn das ist Silatschok. Versunkene Seelen hier am Block, verlorene Stadt wie Atlantis. Komm nach Hause und bete zu Gott, auf den Händen bleibt für immer die Schande. Versunkene Seelen hier am Block, verlorene Stadt wie Atlantis. Komm nach Hause und bete zu Gott, auf den Händen bleibt für immer die Schande. Der Bebek in der Uniform im Streifenwagen, haut sein Kopf vor die Laterne in der Seitenstraße. Seine Schädeldecke platzt so wie eine Seifenblase. Quarzhandschuh bedeckt wie bei einer Geiselnahme. Ein Halsschlager da mit nem Springmesser. Deine Strafakte wegsackt mit der Bankkarte. Flexi fliegen Rampatronen aus der Winchester. Klack mit Magneten den Safe, du streckst mit Glasscherben, hey. Und schon wieder fährt dein Taschkurier bis nachts um vier, bringt die Kapseln zum Endkonsument. Und wenn wir uns im Haus verlieren, grünes transportieren, damit Taste in der Lunge brennt. Versunkene Seen hier am Block, verlorene Stadt wie Atlantis. Komm nach Hause und bete zu Gott, auf den Enden bleibt für immer die Schande. Versunkene Seen hier am Block, verlorene Stadt wie Atlantis. Komm nach Hause und bete zu Gott, auf den Enden bleibt für immer die Schande. Versunkene Seen hier am Block, verlorene Stadt wie Atlantis. Komm nach Hause und bete zu Gott, auf den Enden bleibt für immer die Schande. Omerta, Bruder, einerseits, ich bin echt überrascht. Positiv. Aber auch einen fetten Kritikpunkt und was du das nächste Mal besser machen kannst. Die Parts haben mich umgehauen. Die hatten diese gewisse Art von dreckigen Straßenrap. Und du hast gut gereimt. Zum Beispiel, das gab die Line mit Geiselnamen und Seifenblasen und so. Das war echt eine coole Reim. Im Kopf ein bisschen gelacht drüber. Der größte Minuspunkt, den du von mir bekommst, ist für die Bridge und für die Hook. Die Parts haben praktisch nach Hilfe gerufen, nach so einer richtig bombastigen Hook, die richtig dreckig ist und alles wegscheppert. Und dann hast du Atlantis und das war ein bisschen,
Also war nicht, hat es nicht so ganz getroffen. Aber die Parts, also ich bin ein Fan, ich habe dir sogar 9 von 10 Punkten in der Lyrik gegeben. Und was dir fehlt oder was du verbessern kannst, ist auf jeden Fall in diesem Fall die Bridge und dann die Hook. Und als die Bridge sogar angefangen hat, habe ich gehofft, dass die Hook jetzt richtig reinscheppert, aber hat sie dann auch nicht so ganz getan. Dennoch fand ich die Parts sehr krass. Ja, ich glaube, warum die Hook nicht so geil rüberkam, ist, das habe ich hier aufgeschrieben, sie war vorhersehbar. So, weißt du, ich meine, du wusstest direkt, okay, er macht diese Melodie und dann diese und dann diese und dann diese. So, und wenn du es einmal gehört hast, wusstest du, okay, das wird jetzt mal so bleiben, da ist nichts mehr Besonderes dran. Wenn Musik zu vorhersehbar ist, dann wird sie langweilig, so, weißt du, ich meine. Aber die Parts fand ich auch super. Ich habe diese Dirtiness in der Stimme habe ich gefeiert und auch seine Lyrik, seine Reime, fand ich geil, ja. Ja, die Jungs haben es gut zusammengefasst. Ich muss sagen, Gesang, wie die Jungs schon gesagt haben, war vorhersehbar, dann auch monoton. Und ja, vom Flow her, ich muss sagen, den Stil hat man schon gehört, so. War jetzt nichts Besonderes, weißt du? So, ich wünsche natürlich trotzdem alles Gute, ich gönne dir das auch, aber ich finde, für heute hat es nicht gereicht. Boah, so krass? Bruder, ich könnte mich nicht entscheiden zwischen Lasé und Omerta. Ich fand, Lasé hatte die Hook, aber Omerta hatte die Parts. Ich muss sogar sagen, ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch schon zu Omerta gesagt, das habe ich schon mal gehört, diese Art von Rap, diesen Stil. Weißt du, ich will jetzt nicht Leute nennen, die das schon aktuell auch sogar machen, auch schon damit erfolgreich sind. Aber es gibt einfach zu viele, die diesen Style gerade machen. Krass, ja, so. Okay, krass, ja. Ja. So, der nächste ist einmal Archay. Archay, auf geht's, Digga. Back in the day. Satze rap den Shit bitte von vorne. Top Quali, Top Sorten, bau ein wie Bob Marley. Born Shorts, Bullen catchen durch Kontrolle. Oder summen seine Mutter ficken ohne Kondome. Topscorer Okocha, Crossover Motorrad. Mein Chronograph sag ich, schnapp mir dein Honorar. Kopfsorten unbekannt durchs ganze Bundesland. Tracking App Hologramm, nehmen dein Sohn gefangen. Hannover, Zombieland, Crack Rocks P. Verteilen auf Pop Event, Flex von der Street. Anderer Kontinent, meine Stadt lässt deine Onkels rennen. Ja, ja. Jeder Tag ist hart, du fällst zu tief. In deinen Blocks die Hoffnung liegt. In deiner Hand, die Seelen hier sind schwarz. Treff die Entscheidung mit Verstand. Bist jeden Tag hier auf den Streets. In den Blocks gefangen, der Band zu mir. Liegt in deiner Hand, die Seelen hier sind schwarz. Treff die Entscheidung mit Verstand. Back in days, als er rappt den Shit, bitte von vorne. Früher nichts, heute lass die Lamborghini Doors open. Tage hart, wenn falsche Leute sich in Wege stellen. Denn wer sein Feind glaubt, hat nur Probleme mit sich selbst. Throwback, Kindheit war voller Lust, voller Glücksgefühl. Früher war ich Schnuckeltüte, heute ist die Tüte grün. Viele Lügen brachten Wut und Dramen in mein Leben rein. Und bei Gelegenheit legen sie fallen in deinen Weg hinein. Und was man tut, scheitert und du versuchst weiter. Und das so gut, leider war das viel zu kurz. Tu ganz die Gun, lässt dich nicht in Ruhe. Move smart and run up dein Play. Auf der Spur. Hannover, Zombieland, Crack Rocks P. Verteilen auf Pop Event, Flex von der Street. Anderer Kontinent, meine Stadt lässt deine Onkels rennen. Ja, ja. Jeder Tag ist hart, du fällst zu tief. In deinen Blocks die Hoffnung liegt. In deiner Hand, die Seelen hier sind schwarz. Treff die Entscheidung mit Verstand. Bist jeden Tag hier auf den Streets. In den Blocks gefangen, der Band zu mir. Liegt in deiner Hand, die Seelen hier sind schwarz. Treff die Entscheidung mit Verstand. Boah, Bruder. Also, ich habe echt was anderes erwartet. Also in der ersten Runde hat er einen richtig street-lastigen Song gebracht. Pure Rap, so. Ich muss ehrlich passen, Archay. Also bei der Lyrik habe ich dir 4 Punkte gegeben. Beim Flow auch, leider. Also im Gegensatz zu deiner ersten Runde, du hast so gut angefangen. Es war so ein starker Song. Es ist nicht dein stärkster Song gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, heute hast du mich leider nicht überzeugt, ja? Ich denke, bei Archay kann ich es auch
ja, kurz fassen eigentlich. Der Song ist einfach nicht gelungen, weißt du? Der Song ist einfach nicht gelungen. Es war kein rundes Ding. Man ist nicht reingekommen wirklich in dieses Feeling, was du uns sagen wolltest mit Back in the Days. Es kam einfach nicht rüber vom Vibe her. Also, so ich glaube, ich habe in den ersten paar Zeilen direkt so einen Zweck reingehört und ich fand auch manchmal die Wörter, wie ihr die so Sonnenbank-Flavor-mäßig einfach so aneinandergereiht hat, fand ich halt nicht sehr fresh irgendwie. Ich fand die Melodie, so der hat fast durchgängig, in dem ganzen Song hat er nur eine Melodie so richtig monoton benutzt. Boah, das ist krass. Das fand ich nicht gut. Stimmt, ja. Ja, ja. Und in der Live-Performance, Bro, hast du dich nicht so super sicher gefühlt, finde ich. Ja. Ich habe mir jetzt eigentlich nach der letzten Runde auch ein bisschen mehr erhofft, also wo ich ihn gesehen habe. Ja. Mich hat's nicht abgeholt. Ja, was sagt die Jungs? Ist es eindeutig oder nicht? Bruder, für mich nicht, Bruder, um ehrlich zu sein. Aber nicht. Nein, für mich auf gar keinen Fall eindeutig. Also ich muss erstmal einen ganz großen Respekt an alle vier Leute in dieser Gruppe aussprechen. Und für mich leider der Schwester heute mit ganz viel Respekt ist RJ. Ich habe einfach was ganz anderes erwartet. Das hat sich auch so ein bisschen angehört, als ob er das erste Mal sich auf Autotune so ausprobiert hat. Das erste fertige Song vielleicht von ihm. Vielleicht war es auch einfach nicht der Song. Das war einfach, genau, könnte auch sein. Ja. Das war einfach nicht der Song. Für mich der Beste heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Nuhat. Ja? Einfach als Komplettpaket war es am rundesten so. Es gibt also fast gar keine Punkte, die man, natürlich könnte man überall etwas noch drauflegen so, aber all in all war das einfach schon super gut so. Jetzt kommen wir zum Problem. Lase und Omerta. Weil um ehrlich zu sein, ich bin Parts bei Omerta, Jungs. Das so ist der Hook mehr bei deine Lase. Schiene, Bruder. Weißt du? Bro, ich muss mich da ganz klar für... Bei mir steht die Entscheidung klar fest, muss ich sagen. Für mich haben diese Runde nur hart. Nein, Mann, Omerta, wirklich, man hört den Hunger, der hat Bock. Ja, aber Lase, er könnte für mich auch nur Haus-Maus-Reime machen. Okay, aber Bruder, warte mal, warte, Bruder. Was war mit seinen, und so. Aber was war jetzt mit seinem Gesang, seine Hook, seine das Bridge? Das war hart.